Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Outlast. Ja, ihr seht, ich bin noch in-game, es tut mir leid. Ich kam letzte Folge nicht weiter und in dieser Folge wollen wir sehen, ob wir es überleben oder nicht. Und ob wir vielleicht sogar alles von vorne machen müssen. Das steht jetzt noch in den Sternen geschrieben. Ich habe richtig, richtig Schiss, dass ich sterbe, weil ich für diesen Scheiß nicht nochmal von vorne machen. Ja, so eine Karte wäre nicht schlecht für diesen Tunnel. Ich hoffe, das wird jetzt was. Hallo? Oh shit. Wo muss ich denn hin? Der sieht mich nicht. Was? Jetzt geh doch einfach mal weg. Das gibt es doch nicht. Oh nein. Ey, diese scheiß Wege hier ständig. Ich kann noch nicht mal euch fragen. Wo ich hin muss. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber ich habe so dermaßen Angst, ich komme nicht weiter. Ich werde dieses Spiel nie durchspielen. Ah! Ist das nicht... Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich glaube, ich habe es geschafft. Was jetzt? Sag jetzt nicht, das war auch wieder ein Fehler, oder? Das ist doch jetzt richtig. Verdammt. Ich kann euch noch nicht mal um Hilfe bitten. Weil ich diese Folge direkt nochmal aufnehmen musste. Es gibt es einfach nicht. Und ich schließe jetzt mal alle Türen. Voll, es geht nicht. Also bringt das mit dem Türenschließen auch nichts. Hier steht Exit. Ah. Jetzt ist der Terminal wieder an. Nein! I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. Bist du ein Dreckskerl? For you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Toll. Also, wir haben es schon wieder nicht geschafft, weil uns ein Psycho meint, er müsste uns eine Spritze in den Rücken jagen. Toll, ey. Na super. Dabei war ich jetzt so nah dran. Ich habe Exit schon gesehen, ich habe schon gerochen. Oh Gott.
Sieht nicht sehr einladend aus. Auf jeden Fall ganz viele. Kreuze an der Wand zu sehen. Aber die Kamera hat er mir da gelassen. Ja. Ach, das ist eine Gummizelle. Hm, interessant. Rest in peace. Ruhe in Frieden. Being here, follow this. Und so weiter. Rest in peace. Wahrscheinlich steht hier ungefähr milliardenmal Rest in peace dran. Na gut, wir werden mal gucken. The fuck? Was willst du? Wo bist du denn hin? Das ist wirklich ekelhaft. Was willst du denn von mir? Wir sind auf jeden Fall weitergekommen. So viel steht fest. Und ich habe es endlich geschafft. Daraufhin werde ich jetzt erstmal speichern. Oder auch nicht. Hallo? Hier die Tür ist zu. Tür ist auf. Wow. Hey, was? Warum machst du das denn nochmal? Hallo? Ja, hat sie nicht mehr alle. Oh, lecker, ey. Guckt euch das mal an. Du bist bestimmt auch ein aggressives Typ, ne? Jetzt soll nicht zu hart. Die arme Katze. Katze aus dem Haus ist. Welche Katze? Dein Ernst? Meint er diese Katze? Mach's Brett zu. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. Bin ich nur einzige oder sehe ich auch Schwänze? Oder seht ihr auch? Not here. We give him a running start. There's an idea. Vorsprung. Das ist eine when we kill him, we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Ich euch nicht irgendwie schlagen oder so? Das ist richtig pädophil, dreckig, ekelhaft und sieht einfach nur mies aus, ey. Dann wollt ihr mich noch langsam töten, das werden wir ja sehen. Na gut. Gucken wir erstmal, was hier unten los ist. Sie sehen aus, was? Hat der mich jetzt gerade geschubst? Ist so ein Wichser. Ich kann ihn nicht schubsen. Dass ich immer diese scheiß Maustaste drücken muss. Sieht sehr ekelhaft aus. Seht alle ekelhaft aus. Na gut. Dann geht's weiter. Guck mal, was wir finden können. Ist auf jeden Fall Block B. Hallo? Hier scheint keiner drin zu sein. Hier auch nicht. Sleep no more. Space. Alone. Be alone. Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us. They're in my blood if they want to get out. Billy understood. They've always been here. Okay. Also wir sollen auf jeden Fall niemandem vertrauen. Das hätte ich sowieso nicht getan. Oh oh. Back
back, new horse. Auf jeden Fall ein Ritz in der Wand. Hier unten verstecken. Also nicht so toll zu sein. Was geht eigentlich mit dem hier ab? Der haut sich die ganze Zeit die Köpfe an verschiedenen Wänden an. Dass der nicht schon längst tot ist. Block B. Da waren wir bereits. Oh, oh fuck. Die sehen so merkwürdig aus. Ekelhaft. Nur widerlich. Muss mal die Batterie wechseln. Aber würde ich sagen, bleibt uns sowieso nichts anderes über. Als durch diese Ritze da zu laufen, ey. Geh weg. Still, halt einfach still. Ich geh nicht weiter, oder was? Eine Sackgasse. Ah, nee. Sehr schön. Geh weg von mir. Bin ich pervers? Oh nee, ist das ekelhaft. Jetzt versteh ich's. Du bist so eine perverse Sau, Alter. Also das ist wirklich ekelhaft, was der mit dem gemacht hat. Der ist tot, Mann. Warum rennst du denn weg? Du wolltest doch... Was? I am... Hallo? Wolltest du nicht irgendwas... Der wollte doch was von mir. Das ist so dermaßen ekelhaft. Da hat er den einfach in den Hintern, ey. Alter Gedanke, ey. Was denn? Warum geht's denn jetzt wieder zurück? Geh doch rüber. Einfach weiterlaufen, bitte. So, sehr schön. Der Typ ist ja ekelhaft. Warte mal, standen hier nicht die beiden Schwanztypen hier? Oh Gott. Kann ja noch widerlich werden. Okay. Andersrum. Good always provides a way, follow the blood. Eigentlich ist das ja nicht so klug, ne? Wir haben sowieso nichts anderes, was wir tun können. Weiter geht's. Puh. Ach, war so klar, unter jedem Spiel ist unter einer
Treppe irgendwie eine Batterie. Oder halt irgendein Item. Das war mir so klar. Sehr schön. Dann haben wir wieder eine Batterie mehr. Das heißt, die Batterie, die wir weggetan haben, die ist wieder da. Die Tür machen wir zu. Bestimmt wieder diese zwei Perverslinge, ne? Kann die Tür nicht aufmachen. Schaut es euch an, die Kamera ist schon wieder. Also sie verfolgen uns immer noch, was die Kacke hier angeht. Hier stimmt doch was. Die sehen so ein bisschen aus wie Pharao, damals aus der Zeit der Pharaonen, diese Sklaven, Alter. Ja. Also wegen diesem, was die da um den Hals tragen. Wisst ihr? Guck mal an, ein Buch. Next page. Oh, jetzt kommen wieder meine schlechten Lesekünste zu Vorschein. Ich habe echt. Na gut, dann wollen wir mal gucken. Also. Von N. Wolfram Murkoff Corporation US.com und so weiter und so fort. Das oben brauchen wir nicht mehr lesen. Helen. Dr. Zeichner. Zeichner, okay. Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Marvin oder Martin Archimbaud hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte nicht Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die sich bei der Farbe einsparen werden, von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Okay. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht. Außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter in der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Niall Wolfram. Also der scheint wohl normal zu sein, dieser Dr. Niall Wolfram, und er will versuchen herauszufinden, warum er das alles tut. Sicher bin ich mir auch nicht. Don't be trapped. Oh. Okay. Er will auf jeden Fall nicht, dass wir hier runtergehen. Aber wir müssen. Ist nicht. Da ist etwas. Hallo? Da sind die Stimmen weg. Da kommen wir auch nicht durch. Okay, da waren wir gerade. Das war ja der Raum, wo wir nicht rein konnten. Ich hätte aber erstmal gesagt, wir gehen hier hin. Aufreißen. Aha, da haben wir ja schon mal jemanden. Spinne. Das heißt, wir müssen uns bald wieder verstecken, sonst wären diese Spinnen nicht da. Sehr, sehr schön. Ich habe schon wieder Schiss, ey. Doch nicht. Ist auch keine Batterie. Die war nicht schon wieder fast leer. Wollte mich verarschen. Diese Batterien in diesem Spiel gehen einfach zu schnell leer. Kann ich dich vielleicht rauslassen? Nee, kann ich nicht. Und du scheinst auch nicht unbedingt raus zu wollen, ne? Gut, dann lassen wir das dabei. Und guck mal weiter. Ach ja. Wir haben ja auf jeden Fall auch Spiele gespielt. Hütchen, Kleidung. Und ein Zettel, Dokumente. Oh, doch gar nicht. Naja, wir gucken mal weiter. Hallo. Hallo.
Alter Schwede. Hier, oder? Willst du? Still bleibst. Ich bin still. Was ist hier denn jetzt? Steht der vor mir und will, dass ich still bleibe, Mann. Ich bin still, ich mach dir nichts. Habe nicht vor, dir irgendwas zu tun. Oh, aber wir haben hier eine Batterie gefunden. Ich sehe schon wieder rein gar nichts. Hier oben können wir auch nichts machen. Hey, ich mach doch gar nichts! Naja, ist ja gut. Lass dich auch schon in Frieden, ey. Gar nicht vor, dir irgendwas zu tun. Solange du mir nichts tust. Oh, fuck. Du musst den Typen da draußen irgendwie töten, oder? Die müssen miteinander kämpfen. Aber du hörst irgendwie nichts mehr. Hallo? Oh shit. Er hat ja gar nichts gemacht, der Penner. Ach, scheiße, Alter. Okay, dann gehen wir da hinten aus der anderen Seite wieder raus. Komm. Da kommt man ja gar nicht raus. Fuck you. Ach komm. Ich mach doch gar nichts. Au. Ich kann mich gar nicht verstecken. Verpiss dich! Ich habe überhaupt gar keine Möglichkeit. Hau ab! Gott, der hat einen nackten Arsch, Mann! Das ist viel gruseliger! Scheiße! Musst du doch da jetzt jeden Moment vorbeilaufen, ne?
Na los, na los, na los, na los. Nicht viel Zeit. Irgendwas sollte ich doch hier bestimmt machen. Was? Ach, der Raum! Ja, fick dich! Ich habe jetzt keine Zeit für dich, ich habe jetzt keine Zeit für dich, ich habe keine Zeit für dich, ich will hier einfach raus. Tschüss, 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 tschüss. Danke. Gott. Die beiden schon wieder. Na? Wie machen wir das Vergnügen? Da haben wir das Vergnügen. Ey, das ist so widerlich. Ich muss da ein bisschen hochgehen, das muss ich zensieren, oder? Ich habe keine Ahnung. But now we indulge. Geben wir nach. Yes. His tongue and his lure. Yours. Mine. Du heißt Hodor und du heißt Günther, weißt du? Hodor und Günther. Gott. Die beiden habt echt keinen Plan von irgendwas, oder? Keine Ahnung, wo ich hin soll. Hä, wieso? Hier ist alles zu. Komm ich hier überhaupt weiter? Null. Hä? Sag jetzt nicht, muss ich. Nein. Gibt es nicht. Da sind die beiden hin. Hier ist auf jeden Fall nochmal ein Notizbuch. Oh, ich habe schon Angst bekommen, dass jetzt irgendwas Scary-mäßiges kommt. Murkoff Corporation, PG, Wartungsnotizen. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungs... Der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit von Projekt Wall Rider. Schauen Sie im Morkiv Corporation Wartungshandbuch MP und so weiter und so fort nach oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigungen. Da hängt eine Tür. Was läuft hier? Die Tür ist zu. Die Tür ist auch verriegelt. Oh, super, ey. Macht die ganze Geschichte nicht besser. Aber hier ist eine Batterie. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, shit, ey. Wie viel Uhr haben wir denn? Jetzt haben wir 9 Uhr. Das Gefühl, hier in dem Spiel ist es ständig 9 Uhr. Da gehe ich jetzt erstmal nicht rein. Hallo? Wahrscheinlich auch wieder nicht durch, ne? Na, war so klar. Die Tür ist bestimmt auch wieder zu. Mhm. Oh, warte, ich hab doch die Sicherheitskarte. Hat der Typ die? Nö. Das heißt, wir brauchen eine Sicherheitskarte wieder. Scheiße. Das war ein ganz schön dickes Viech. Und die Tür hier aufmachen? Nee. Hier. Ja.
Okay, das heißt, wir können wieder zurück. Und hier den Terminal jetzt damit aufmachen. Hallo? Da ist die Batterie gleich wieder leer. Ich muss die Batterie wechseln, sonst... Da ist jemand runtergesprungen. Da oben ist hier jemand. Nee. Das ist ein Radio. Oh Gott. Das Wetter macht es auch nicht gerade besser. Aber es ist schön, mal den Regen zu hören. Ich liebe den Sound vom Regen. Wir sind doch irgendwo hier im Raum, ne? Veralbeln, oder? Oh mein Gott! Hallo? Das mit diesen Batteriesuchen und links, das macht das Ganze echt verdammt schwer. Aber wir gehen weiter. So. Wieder so ein labyrinthähnliches Gebäude. Gott. Na gut. Ich denke mal. Ach, immer einer an. Was haben wir denn hier? Da ist schon wieder die Tür zu, aber hier liegt noch eine Batterie. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann haben wir hier noch einen Weg, den können wir nach links ablaufen. Die Tür geht sowieso nicht auf. Machen wir die Tür wieder zu. Sehen uns das Ganze hier mal vor Ort an. Und haben hier wieder die Möglichkeit, einen Knopf zu drücken. Haben wir nicht schon mal? Oh nein! Geh, 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 geh! Boah! Na gut. Damit würde ich sagen, beende ich auch hier die Folge. Wie es weitergeht, werden wir natürlich in der nächsten Folge sehen. Denn dieser Fatzek wird auf jeden Fall ein paar Worte mehr sagen, als er jetzt gerade zu sagen versucht. Deshalb, ich wünsche euch was. Macht's gut. Euer Barul. Ciao.